Weit im Süden von Kuwait, auf den Schlachtfeldern endloser Blutbäder, kreucht eine korpulente Gestalt in rastlosem Schaffen durch die Nacht. Sie zerstückelt und zerschneidet die Leichen und häuft die Körperteile und Eingeweide der Gefallenen zu Bergen an, auf dass die Schlacht bei Sonnenaufgang von Neuem beginnen möge. In diesen verfluchten Gefilden kann nichts verwesen, nichts verfallen. Kein Körper wird jemals in die Erde zurückkehren, aus der er hervorgegangen ist, wie tief das Grab auch sein möge. Von den Aasgeiern gepeinigt, deren Mahlzeit er in schnabelgerechte Stücke schneidet, hat Patsch der Butcher den Umgang mit seinen Klingen, die mit jedem Schnitt schärfer werden, perfektioniert. Schnipp, schnipp, platsch. Das Fleisch fällt von den Knochen. Sehnen und Bänder trennt er auf wie nasses Papier. Das Metzgerhandwerk lag ihm schon immer. Doch im Laufe der Jahre hat Patsch auch Geschmack am Nebenprodukt seiner Kunst gefunden. Es fing langsam an. Ein Brocken Muskelfleisch hier, ein Schlürfer frisches Blut da. Mittlerweile zögert er nicht, seine Zähne auch in den zähesten Rumpf zu stoßen. Wie ein Hund, der in einem Lumpenkauf selbst die, die dem Sensenmann in die Augen blicken können, fürchten. Denn Butcher